das ist die Musik. So, wir gehen auf Schatzjagd, ne? Ha, den haben wir, glaube ich, getroffen. Yay! Wo haben wir den gesehen? Hä? Irgendwo einen Grünen gesehen. Irgendwo einen Creeper. Ich glaube, ich bin übermüdet. Ich bin, glaube ich, ein bisschen doof. Oh, da will ich es nicht runter. Das geht mir zu weit. Vom anderen Ufer her. Checken die überhaupt, wer da sie angreift? Würde mich mal mit dem Wunder nehmen. Ja, das begreift aber wahrscheinlich auch niemand. Was? So. Also so, einfach nur mit Pfeil und Bogen von der Ferne geht's ja klar, wenn man Zeit hat. Kann ich's auch, aber... Ich wäre überfordert in PvPs. Das wäre ich wirklich. Oh. War nicht, dass du jetzt verbrannt. Guck mal. Hä? Ich will mal kurz gucken. Weil die Sonnenblume haben nur eine Richtung. Die schauen nur in diese Richtung bei mir. Die drehen sich nicht mit der Sonne. Also bis dahin auf jeden Fall. Vielleicht tun sie es jetzt, keine Ahnung. Hä? Wo denn? Ach, da unten. Das sagt mir auch niemand. Das sagt mir wirklich niemand, dass hier jemand ist. Naja. Ich hoffe mal, die Sonnenblumen drehen sich jetzt mit der Sonne. Oh. Welche Augen? Zwischen Augen? Das wird schlimm sein. Zwischen die Augen bei einer Spinne wird doch recht schwierig werden. Oh, guck mal. Und das Lied sollte jeder kennen. Wenn nicht, dann tut mir leid. Tut's mir echt leid. Wer das Lied nicht kennt, hat es wahrscheinlich wirklich sehr viel verpasst im Leben. Und übrigens, nur mal so als Ansage, ich habe ja heute um 17:45 das iPhone, ein iPhone, ne, aus dem Ladekabel gesteckt. Also rausgenommen und seitdem läuft es auf Akku. Ne? 2 Stunden, ist also jetzt ja seit 4 Stunden Musik, also insgesamt heute schon 4 Stunden Musik gestreamt und Spiele gespielt und WhatsApp und Co. Und das Ding hat immer noch sage und schreibe 34%. Es ist ein iPhone, Leute. Es ist ein iPhone. Geh mal in die Höhle spielen. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Naja. Ah, ich dachte schon. Kindheit. Ja, das sind Kindheitserinnerungen. Ach, waren die 2000er wunderschön. Weißt du, mit 4 oder 5 Jahren so an einer Konsole gesessen. Ich hatte keine Handheld-Konsole. Ich hatte so ein Ding, ne? So eine. Wie hießen Dinger damals? Wie hießen Dinger damals? Cube. Ich hab's gleich. GameCube, genau. Die GameCube damals noch. Oder Nintendo 64, das war auch noch so ein Ding. Oh. Oh. Nintendo 64 oder GameCube. Oh. Das waren wunderschöne Zeiten. Wunderschöne Zeiten. Ich glaube, ich hole mir hier das Remake von der Nintendo, das damals raus, das letztens rausgekommen ist. Ist zwar, ich schau mal eine Runde kurz, ne? Ich schau mal kurz. Ich bin jetzt so fies und schaue jetzt im Let's Play nach. Könnte ja auch eigentlich ein originales Nintendo Entertainment System kaufen. Ich schau mal kurz nach. Das gibt's bestimmt irgendwo noch. Weißt du was? So wirklich alte Uhr. Ich hätte sogar noch eine
ne Dingens, eine Schnittstelle dafür, ne? Für die sogar zu streamen. Hätte ich sogar noch. Das wäre auch cool. Oh, ich doof, Mann. Ich hab's sogar noch. Ach, ich suche. Ich will aber kaufen. Warte mal kurz. Wisst ihr was? Nein, ich will es nicht machen hier im Stream. Nicht Datum, kann ich nur den Preis. Doch, nach Preis kann man ja. Okay, die kaufen alle. Es gibt Original NES-Spiele für 5 Schweizer Franken. Boah, ich glaube, Linksel. Ich kaufe mir jetzt ein NES. Ende aus. Ich werde hier mit einer Capture-Karte im Stream NES-Spiele, originale NES-Streame spielen. Nintendo Entertainment System. Mit Control natürlich. Ist mir scheißegal, was ihr sagt gerade, ne? Ihr Minecraft-Zuschauer, tut mir leid. Aber ich kaufe mir jetzt verdammt nochmal einen. Was? Ach, geklont, ich will ein originales Ding jetzt haben. Wisst ihr, wie geil das wäre? Boah, ey. Ich würde es so feiern, echt. Ich würde das... Warte mal kurz, gibt's hier... Ich glaube, damals noch irgendwie ab 50 oder so gab's doch teilweise jemand. Es sind tonnenweise an Nintendo NES-Spiele. Tonnenweise zu verkaufen. Und es wäre auch 25 Schweizer Franken wert, so ein Ding, ne? Mit Originalhülle für 25 Schweizer Franken, so ein NES-Spiel. Wieso nicht? Also, das kann man doofer verbringen, echt? Ich glaube, ich muss hier noch Konsole eingeben. Für 10 Schweizer Franken? Ein NES für 10? Ich glaube, das kaufe ich gerade. Ende aus. Da habe ich nicht lange diskutiert. Maniac, ich kenne mich in Zürich gar nicht aus. Das ist ein Riesenproblem. Ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Mit 7 Spielen für 250. Ist das ein originales Ding? Und N64 sich auch noch? Ich glaube, tut mir leid, aber. Guck mal, tut mir leid, wenn ich gerade im Stream, im Let's Play bin, aber. Ist mir scheißegal. Das Ding hier. Ist das Original, ne? Wegen. Dingens hier, wegen so langen Kabel, das neue hat nicht so langes Ding. Und das hier für 9. Mit Mario. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube. Für 30. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Was?
18 Spiele. Für 7. Wahrscheinlich pro Spiel, ne? Das wäre ja wunderschön. Also, guck mal, wir machen das gerade zusammen, ne? Oh, das wäre ein bisschen doof. Tut mir leid, aber, So. Ich schreibe da mal, ich schreibe den gerade hier im Let's Play an, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ich kaufe hier im Let's Play ein Nintendo Entertainment System von Original, ne? Aber ich kann mich vorstellen, dass es nur 7, 10 ist. Weil alle anderen hier sind über 200. Guten Tag, ist es überhaupt Nico? Ist wahrscheinlich ein Mann. Der Herr. Ich kaufe das hier im Stream, ne? Nur mal so als Ansage. Guten Tag, der Herr. Wenn dies ein Original NES funktionierend ist, würde ich es gerne kaufen. Lieferung über oder mit der Post würde ich sogar selbstverständlich die Kosten übernehmen. Hat er hier irgendwelche Rezessionen oder so daher? Also ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Es ist genial. Wenn das klappt, bin ich... Konila. Wer ist denn das? Konila. Ich kaufe auch gerade noch Nintendo 64. Da können wir alles zusammen anschließen und danach wird eventuell sogar eine Runde gezockt. Wie geil wäre das denn? An einem Weihnachtsstream uralte Nintendo-Klassiker spielen. Das würde ich wirklich feiern. Tut mir leid, aber das lasse ich mich entgehen.